Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, am letzten Wochenende bin ich mit einem Freund und meinem Sohn mit dem Fahrrad von Berlin aus zur Uckermärkischen Seenplatte gefahren. Und es ist eine wunderbare Landschaft dort in Brandenburg, wie an vielen anderen Gegenden in den früher neuen Bundesländern, gar nicht mehr so neuen Bundesländern auch. Aber es ist nicht nur eine schöne Landschaft, sondern wir haben auch wirtschaftlich starke Gegenden. Wir haben rund um Dresden Halbleiter- und Elektronikcluster über Deutschland hinaus bekannt als Silicon Saxony. Wir haben in Thüringen bekannte Firmen wie Jenoptik, Schott, Wacker Chemie, Carl Zeiss. Wir haben in Leipzig einen Automobilcluster mit Zulieferern, Autofirmen, Ingenieurbüros mit 20.000 Mitarbeitern, die knapp 2 Milliarden Umsatz machen. Das heißt, da sind auch richtige Schwergewichte. Und ich wünsche mir, dass wir über die Bundesländer Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern endlich mal positiv reden und nicht immer nur von struktureller Benachteiligung sprechen. Und dass wir dort endlich starke wirtschaftliche Zentren und Anker haben, schlägt sich natürlich auch im Lohngefüge nieder an dieser Stelle. Ich habe mir nämlich mal für mehr als 400 Kreise und kreisfreie Städte das Pro-Kopf-Einkommen der Haushalte angesehen. Und die neuen Bundesländer sind nicht in der Spitzengruppe dort, die Städte und Kreise, aber ganz ordentlich im Mittelfeld und unteren Mittelfeld vertreten bei dem Pro-Kopf-Einkommen. Es verbietet sich pauschal einfach über das Gebiet der früheren DDR oder den Osten zu reden, sondern es ist viel differenzierter inzwischen dort längst. Und wenn wir mal ganz unten schauen auf der Tabelle der niedrigsten Pro-Kopf-Einkommen, dann sehen wir dort, unter den 25 von 400, bei dem niedrigsten sehen wir 7 Ruhrgebietsstädte. Leider mit insgesamt 2,1 Millionen Einwohnern. Das entspricht der gesamten Einwohnerzahl von Thüringen. Und das einfach höher zu werten, die Einkommen, das muss ich doch diesen Leuten auch mal erklären können. In Dortmund ist mein Wahlkreis. Und darum finde ich das allzu plump und allzu holzschnittartig und zu einfach, wenn man jetzt sagt, wir machen das jetzt hier für den gesamten Osten, wo das Bild doch längst vielfältiger und differenzierter ist. Und an dieser Stelle auch noch mal eine Zahl. Nämlich, das habe ich mir auch angeguckt, ich habe mir auch angesehen den Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit. Und da sehen wir, dass ein Kfz-Mechaniker in Leipzig beispielsweise mit 4.670 Euro mehr verdient als ein Kfz-Mechaniker in Frankfurt. Da sind es nämlich 4.160 oder in Düsseldorf, durchaus nicht die wirtschaftsschwächste Stadt von Nordrhein-Westfalen. Dort sind es nur 3.730. Das heißt also, dieses Pauschale über einen Kamm scheren und noch dazu verbunden mit dem Versuch, den Menschen in Ostdeutschland einzureden, sie würden benachteiligt oder hätten da was Minderwertiges, das ist keine vernünftige Politik. Und wir von der Ampel, wir stärken mit unserer Strukturpolitik, auch mit Förderung der Ansiedlung etwa einer großen Chipfirma, wir stärken den Osten Deutschlands und sorgen dafür, dass diese Bundesländer noch stärker werden. Vielen Dank. Und für die AfD-Fraktion hat das Wort Ulrike Tschielke-Siesing.